Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Der DAX baut auf hohem Niveau seine Überkauftheit ab. Keine Abgabeneigung, kein Druck nach unten. Ganz im Gegenteil, es stabilisiert sich auf sehr hohem Niveau, um die 7400 Punkte. Das heißt, hier ist weiter Kaufinteresse da. Die Käufer werden nicht alle, selbst die, die jetzt ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, finden sofort wieder jemanden, der es aufnimmt. Das zeigt, dass hier große Abgaben, zumindest nach aktueller charttechnischer Sicht, nicht vor der Haustür stehen. Unterstützungen findet der DAX gleich bei 7,3 und 7,2, aber im Augenblick stabil um die 7400. 7450, 7480 nach oben der Deckel. Sollte es darüber hinausgehen, dann stehen ganz schnell 7600 auf der Uhr, so die momentane Lesart. Facebook, da die unrühmliche Ausnahme auf der anderen Seite. Facebook verliert gestern 9%. Die hatten sich einige Tage erholt gehabt, aber jetzt kommen wieder große Fragezeichen, ob das Geschäftsmodell überhaupt funktionieren kann, ob Facebook künftig überhaupt Geld verdienen kann, da immer mehr über mobile Geräte auf Facebook zugreifen und damit kaum Geld zu verdienen ist. Warum? Weil man auf diesen kleinen Geräten kaum Werbung unterbringen kann. Davon lebt aber Facebook. Vielleicht kommen sie irgendwann auf die Idee, vielleicht doch noch eine Gebühr zu erheben. Vielleicht lässt man sich für seine Dienstleistung irgendwann mal bezahlen, was ja sinnvoll wäre, dann hätten wir auch ein Geschäftsmodell. Diese Gratis-Mentalität kann auf Dauer nicht funktionieren. Also Facebook wieder auf dem Weg nach Süden. Das Tief war irgendwo um die 17 Dollar, da ist man ja nicht mehr weit weg. Die Süddeutsche berichtet, dass Athen, wir hatten gestern darüber berichtet, dass der Spiegel von 20 Milliarden Loch sprach. Die Süddeutsche berichten jetzt von einem 30 Milliarden Loch in Griechenland. Tja, das heißt, sie werden definitiv die Auflagen nicht erfüllen, sie werden die Sparvorgaben nicht erfüllen können. Ja, wen wundert es denn, bei der Entwicklung in diese Krise hineinzusparen? Ach, ich erspare es Ihnen, das haben wir schon so oft besprochen. Das ist keine Überraschung. Der IWF darf nicht mehr retten, wenn Griechenland eben das nicht erfüllt, was man aufgelegt hat. Dann darf der IWF nicht mehr. Der wird jetzt sagen, Entschuldigung, Freunde, wir dürfen nicht mehr. Die Euro-Staaten sollen, aber die werden es zu Hause nicht durchsetzen, für Griechenland nochmal Geld aus der Tasche zu holen. Oder vielleicht doch. Daran wird es am Ende abhängen. Interessant bleibt es allemal, das zu beobachten. Und um Griechenland wird es spannend. Auf der einen Seite wird man es nicht mehr halten können. Für Griechenland würde es absolut Sinn machen, aus dem Euro auszutreten. Professor Sinn hat es mal vorgerechnet. Es gab in der Geschichte 127 Austritte aus Währungsunionen. Und das hat immer wunderbar keine großen Verwerfungen zumindest gebracht. Das hat jedes Mal irgendwie funktioniert. Also warum sollte es diesmal nicht gehen? Lassen wir uns in den Banken da keinen Horror an die Wand malen, der am Ende vielleicht gar keiner ist. Europäische Zentralbank und die Bundesbank prüfen derweil die Anleihekäufe, ob die überhaupt legal sind. Die stellen sich schon mal auf eine Klage vom Europäischen Gerichtshof ein. Aber wir können uns vorstellen, wie das ausgehen wird. Wahrscheinlich ähnlich wie beim Verfassungsgericht. Auf die Gerichte muss man hier nicht mehr vertrauen. 32 Athener Politiker stehen jetzt unter Korruptionsverdacht. Der zweitmächtigste Mann im Staat hat gerade sein Amt niedergelegt, lässt das zumindest ruhen, bis die Verdachtsmomente geklärt sind. Und auch das passt ins Gesamtbild. Ins Gesamtbild passt auch unser IFO-Index. Habe ich Ihnen mal mitgebracht hier. Aktueller IFO-Index. Hier geht es deutlich nach unten und Sie sehen das gleiche Muster. Sehen wir aktuell, wie wir es so um 2008 gesehen haben. Das sind die gleichen. Der Peak nach oben, das Absacken der Industrie hier auch. Hier der Peak nach oben, das Absacken der Industrie und dann kam hier der Einsturz. Vorläufer waren die negativen Einschätzungen. Die gelbe Linie unten ist die Einschätzung der Lage und die blaue Linie ganz oben, das ist die aktuelle Situation. Sie sehen, dass die Einschätzung der Unternehmer weit, weit negativer ist als die tatsächliche Lage. Aber die gleiche Situation hatten wir schon 2008. Auch da hat die Einschätzung erstmal massiv nachgegeben. Die Lage war noch halbwegs stabil und dann kam der Schlag nach unten. Also das ist ein sehr, sehr vergleichbares Bild im IFO-Index zwischen heute und der Situation 2008. Nochmal, auch damals hat man gesagt, Deutschland ist der Hort der Sicherheit, Deutschland stellt sich gegen all das. Nein, wir sind so exportabhängig, dass es uns noch härter trifft als die anderen, nur zeitverzögert. Und wenn man sich anschaut, wie es um uns herum aussieht, in Spanien, in Griechenland, in Italien, wie es da nach unten geht, die Schwellenländer abkühlen, ja, dann ist doch kein Wunder, dass bei uns das, wenn auch zeitverzögert, natürlich genauso zu Buche schlägt.
Und das werden die nächsten Monate zeigen. Reihenweise rudern die Industrien zurück. Reihenweise gibt es aber immer noch die, die sagen, nein, alles kein Problem, es gibt nur eine kleine Delle. Ich erinnere an 2008, als Peer Steinbrück damals noch Finanzminister sich vor die Kamera stellte und sagte, es ist alles völlige typische deutsche Schwarzmalerei und völliger Blödsinn, von einer möglichen Rezession zu sprechen, zu einem Zeitpunkt, wo wir heute wissen, dass wir damals längst in der Rezession waren. Also, man will es immer nicht sehen. Klar, man lebt von der Hoffnung, dass alles besser wird. Das darf man nicht negativ sehen. Die Realität sieht leider ganz anders aus. Die Realität sieht auch für die Elektrofahrzeuge inzwischen anders aus. Der große Jubel darum ist abgeschebt. Toyota rudert zurück und sagt, das wird in absehbarer Zeit kein Flächenmarkt werden mit den E-Autos. Wir haben das zu optimistisch eingeschätzt und dass Toyota, der eins der Vorreiter dieser Technologie war. Also hier merkt man zunehmend, dass diese Pläne, die man noch vor kurzem hatte, weltweit diese E-Autos voranzutreiben, zunehmend zurückgerudert wird. Es bleiben die Verbrennungsmotoren, es bleibt Öl und Gas. Und jetzt wundern Sie sich mal, warum ExxonMobil, warum Shell und so weiter keine Anstalten gemacht haben, von ihren Öl- und Gasthemen wegzugehen, sich andere Geschäftsmodelle zu suchen. Die wissen ganz genau, dass Öl und Gas noch viele, viele Jahrzehnte das Hauptthema sein werden. Warum sollten Sie sich dann auf Nebenschauplätze konzentrieren? Vielleicht ist das Thema Wasserstoff ein interessantes, dass sich hier ein bisschen was entwickelt, aber die westlichen Autoindustrien hatten überhaupt kein Interesse an der Entwicklung der E-Mobility, kein ernsthaftes Interesse daran, denn wovon lebt die deutsche oder überhaupt die westlich hochentwickelte Autoindustrie? Sie lebt im Wesentlichen von den Fähigkeiten, von den komplexen Modellen. Ein Verbrennungsmotor ist ein ausgesprochen komplexer Motor, ein Elektromotor ein sehr, sehr einfaches Modell. Der Antrieb vom Elektromotor kann direkt auf die Räder erfolgen. Ein Getriebe ist in der Form, wie es bei einem Verbrennungsmotor ist, gar nicht nötig. Aber diese Abstimmung zwischen Getriebe und Motor, die ganze Technik, die da drin steckt, das ist Hochtechnologie. Davon lebt die Autoindustrie im Westen. Und so ein Elektroauto könnte am Ende auch ein Koreaner oder ein chinesisches Unternehmen recht einfach zusammenschrauben. Also hier hat man schon gar kein Interesse daran. Dazu kommt natürlich auch die Verschleißteile. Wenn Sie überlegen, was bei einem Verbrennungsmotor vom Ölwechsel angefangen bis zu Bremsenverschleiß und so weiter alles nötig ist, beim Verbrennungsmotor, beim Elektroauto fallen ganz, ganz viele Dinge weg, Auspuff und, was Sie alles nicht brauchen, was nicht verschleißt. Also hier ist auch ein Milliarden- und Abermilliardenmarkt an Folgekosten in den Werkstätten und bei den Zulieferern, was da wegfallen würde. Von daher ist die Freude am Elektroauto bei vielen, gerade im Westen, sehr, sehr begrenzt. Die machen sich jetzt wahrscheinlich, reiben sich schon mal die Hände, sagen, okay, das Thema haben wir erstmal wieder ad acta gelegt, wir können mit unseren Konzepten weiterpunkten. Einen Blick würde ich Ihnen empfehlen, im Laufe des Tages vielleicht nochmal auf Cashkurs Clipping Service zu legen. Hier haben wir ein paar spannende Artikel zusammengelegt. Unter anderem eine totale Kontrolle des Internets, die hier von den europäischen Kommissionen so still und heimlich durch die kalte Küche mit eingeführt werden soll. Lesen Sie es durch. Es ist wirklich ausgesprochen interessant, was hier kommen soll. Und erschreckend bis haarsträubend das Thema medizinische Versuche am Menschen. Hier sollen die Ethikgrundsätze aufgeweicht werden aus den 60er Jahren, nachdem Versuche an Menschen mit ganz, ganz strengen Auflagen und von einer Ethikkommission abgesegnet werden müssen. Und das soll jetzt auch hier durch die kalte Küche massiv aufgeweicht werden und medizinische Versuche im Sinne der Allgemeinheit wesentlich vereinfachen. Also hier werden Themen Tür und Tor geöffnet im Sinne der Lobby, die für die Menschen katastrophale Folgen haben kann. Und lesen Sie es durch, wäre hier fürs Morgenvideo ein zu langes Thema. China schickt derweil 5000 Polizisten in die Foxconn-Werke. Das sind die für Apple produzieren. Hier die Arbeitsbedingungen nach wie vor ja unwürdig und die lassen sich das immer weniger gefallen. Da gibt es einen Aufstand nach dem anderen, trotz Gehaltserhöhungen, trotz schon Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Aber die haben Blut geleckt. Jetzt wollen die noch mehr Geld, noch bessere Arbeitsbedingungen, nachvollziehbar allemal. Und die chinesische Regierung schickt jetzt 5000 Polizisten, um hier für Ordnung zu sorgen. Wird zunehmend zum Problem für China. Die steigenden Löhne, die steigenden Forderungen, die ersten Unternehmen wandern schon in andere Schwellenländer ab, in denen noch schwächere Vorgaben gemacht sind, die Löhne noch niedriger sind. Es ist ein Run to the Bottom und von daher auch das immer wieder im Auge haben, wenn man sein Apple-Gerät einschaltet. Im Laufe des Tages noch 16 Uhr USA Verbrauchervertrauen für den September und 15 Uhr Case-Shiller Hauspreisindex in Amerika. Soweit zu den Wirtschaftsdaten für heute. Die Wirtschaftsdaten für Deutschland haben Sie gesehen. Wir können uns auf spannende Zeiten einstellen. In diesem Sinne, erfolgreichen Handelstag, machen Sie es gut und bis morgen.